Servus Leute, wie geht's? Ich bin's wieder, eure Lemmingwarzen. Ich heiße euch heute alle wieder herzlich willkommen zu dieser weiteren Runde der Freundschaftseroberung. Heute wollen wir uns das Versuch 1 mal gucken, was es so auf dem Kasten hat. Also, folgendermaßen, es handelt sich hierbei um eine kleine Herausforderungsfestung. Wieder mal von unserem lieben Danny bereitgestellt. Die Herausforderung ist nämlich, dass wir hier gegen größtenteils die ekelhaftesten Gegner kämpfen werden, nämlich gegen Schildträger. Und ich meine sogar, dass er gesagt hat, es sind sogar alle. Gut, das wird jetzt, glaube ich, nicht unbedingt so eine große Schwierigkeit darstellen. Der Kerl könnte aber als Brecher, hat er hier die epische Eigenschaft Dickhäutigkeit, große Stärke. Das würde ihn halt natürlich zu einem extrem starken Gegner machen. Ich bin gespannt, was er für Leibwächter hat, weil das werde ich ausnutzen. Mal gucken, ob wir überhaupt es auch so weit schaffen. Das ist natürlich auch mal die andere Seite. Hork, der Verdammte, ist mit am Start. Nice, Berserker. Es sitzt eher weniger auf das Aussehen, obwohl der natürlich sehr, sehr geil aussieht mit dem seinem fast, also ob der fast skalpiert worden wäre, der Kerl. Sehr, sehr krass, ein Brecher mit Imp. Boah, das ist eklig. Das ist richtig widerlich, der Kerl hier. Dann haben wir noch Grosch, der Blutjäger. Ich überlege gerade. Aber Danny, habe ich. Irgendwie kommt mir der bekannt vor, aber ich weiß, dass das kein Online-Uruk ist. Das weiß ich auf jeden Fall. Grosch. Ich hatte mal so einen ähnlichen tatsächlich, weil das tut mich jetzt gerade ein bisschen faszinieren, weil ich hatte mal einen, der war genauso. Und der hat da, aber ich glaube, der hieß Pasch. Pasch, der Blutjäger. Der war auch nicht so, also auch nicht so stark. Er haben Ork, den Bergrüttler mit der legendären, mit diesem legendären Helm, dieser komischen Lederkappe, die er da auf dem Kopf hat. Die tatsächlich eine der seltensten Helmarten darstellt. Sehr cool, dass man das sieht. Ich hoffe, das sieht man vielleicht auch im One-on-One. Bubolt, die Höhlenratte, schön verpickelt mit am Start. Ich mag das auch, dass ich sehe das gerade das erste Mal, dass die es auch richtig am Arm haben. Sehr cool. Stakuga, der Koch, ist mit am Start. Nice. Dann haben wir noch Grosch, den Erschöpften. Kluck, der Poet. Man muss natürlich sagen, es ist natürlich insofern eine Herausforderung, da es sich bei allen hier um Schildträger handelt. Ne? Skun, der Schreckliche, ich bin gespannt. Wir sind gestattet, der Denker. Ich hoffe, dass er vielleicht ein Geschwätz hat für uns. Horschkrich, der Folterer. Tuhorn, die Schneeflocke. Sugor, der Furchtmeister. Wir können ja, am Ende können wir ja ein bisschen darüber diskutieren, ob das dann tatsächlich das dann auch hält, was es verspricht. Wir sind gespannt. Durch der Namenkünstler weise ich dazu, dass Danny hat beispielsweise, macht, hat ja auch einen YouTube-Kanal, könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Danny hat einen Champions of Mordor gemacht und der ist wohl der Champion geworden. Also es soll ein ziemlicher Uruk-Killer hier der Kerl sein. Auch wenn er vielleicht nicht gegen Talions vielleicht stark ist, ist er gegen andere Uruks. Der Hork, der Wahnsinnige, weiß ich ganz genau, dass der stark ist. Das wird ein sehr ekelhafter Gegner. Ach, by the way, das ist hier mein neuer Leibwächter. Ich bin gespannt, was der auf dem Kasten hat, der Kerl. Ratak, der Verkrüppler, ist auch mit am Start. Zuka, der Weißenhand. Ich hoffe, dass der uns hier ein Gespräch droppt. Das wäre wirklich meine Liebe gerade. Und ansonsten denke ich, können wir das heute auch. Also es sieht bis jetzt ziemlich gut machbar aus. Aber mal schauen, wir werden es sehen. Weil noch ist nicht aller Tage Abend und außerdem wissen wir auch, dass es gibt ja Mittel und Wege, sage ich jetzt mal. Eine Festung voller Berserker natürlich ist, sage ich jetzt mal persönlich, ist insofern nicht unbedingt eine Herausforderung, da es eigentlich eine ziemlich einfache Methode gibt, die auszunocken. Weil wenn nur Berserker, klar wissen wir, man sorgt dafür, dass die ausrasten und dann geht's los. Geil, der hat sogar die Kapuze auf, also das Ding. Diese komische Kappe. Schaffen wir das, nah an den ranzukommen? Das ist jetzt der Wahnsinnige. Nice. Okay. Komm her. Falsch. Müssen wir mal kurz mal hier an den hier ran. Ich möchte ihn, glaube ich, ein bisschen näher außen. Aber ja, du. Dich so zu sehen erinnert mich daran, wie erbärmlich Targs sind. Ich weiß nicht, soll ich dich lebendig häuten oder dir lieber jeden Knochen brechen? Ich mache einfach beides. Läuft. Man muss natürlich sagen, die sind sehr einfallsreich, wenn es darum geht, andere zu töten.
Ich fand jetzt dem seine Kappe, die war ein bisschen arg hoch, ne? Oh shit! Okay. Das Schlimme ist halt hier, wenn wir halt hier. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Vielleicht haben wir sogar das Glück. Und wenn wir genügend Berserker auf einem Haufen haben, dass die sich hier so dann auch gegenseitig bekämpfen. Ist halt, wie gesagt, ist halt immer so eine. Entsetzt, perfekt. Haben wir schon den ersten ausgenockt. Es wäre jetzt natürlich ein bisschen scheiße, wenn das jetzt der von der weißen Hand wäre. Nee, oder? Wo ist denn der? So, müssen wir jetzt mal kurz hier ein bisschen Feuer schon unter dem Hintern machen, den Leuten. Ah, der ist. Das ist der, der so ein bisschen vor Spinnen ein bisschen Schiss hat. Verdammt. So. Und ich merke gerade, dass schon wieder mein Headset in den Arsch geht. Also schon wieder leer ist gleich. Hoffentlich hält das jetzt noch durch, wenigstens das Video. Danach hänge ich es dran, dann kann ich mich an die nächsten machen. So. Gucken wir jetzt einfach mal. Ich nutze jetzt mal hier alles, was ich hier. Ja, lol. Okay. Hat sogar ein bisschen was gebracht. Tatsächlich. Nice one. Egal, ob es nicht viel bringt oder ein bisschen was. So, dann müssen wir erstmal hier ein bisschen Platz schaffen. Also wir werden jetzt hier auf jeden Fall eine riesen... Oh, Alter! Lol. Digga, lass den Scheiß. Steck das weg. Geh weg. Lorm, du bist hier nicht da, um dumm rumzustehen. Du bist hier, um zu kämpfen, Alter. So. Tigger. Wir machen die jetzt hier alle nieder. Mir scheißegal. Ich habe, glaube ich, gerade überhaupt gar keinen umgebracht. Sehe ich gerade. Aber nice. Das kommt noch, das kommt noch, das kommt noch. So. Ich muss natürlich aufpassen bei den Schildträgern. Das Problem ist halt. Okay, lol. Das Problem ist halt einfach bei diesen Schildträgern, wenn das halt so viele sind, dann hat man so einen begrenzten. So ein was heißt begrenzt? Also man ist begrenzt in seinen Aktionsmöglichkeiten oftmals, weil man halt einfach nicht so den Schwung ausnutzen kann. Und bei so vielen ist das halt auch immer so eine Sache. Fress den Scheiß! Oh shit! Ah, schade. Der weißen Hand ist jetzt verreckt. Schade, schade, Schokolade. Leute, ich muss irgendwie da durchkommen. Das wisst ihr schon, ne? Geh weg, du Depp. Vorsicht. Das ist schön, wenn du mir ein Monument zu meinem Ehren, aber eine Statue langt auch. Sehr gut. Bisher schaffen wir es ganz gut durch. Auch wenn wir jetzt halt hier ein bisschen in Bedrängnis geraten, dadurch, dass wir jetzt halt hier an der mittleren Stelle. Ist auch ein bisschen dämlich, wie ich mich hier durch. Fuck. Ah, eine Höhlenratte, cool. Ich halte mich hier noch ein bisschen zurück und lasse jetzt erstmal meine eigenen Krieger hier den Vorrang. Aua! Leute, ich muss hier irgendwie durch. So, jetzt haben wir den wenigstens mal aus dem
aus dem Verkehr gezogen. Schon mal ein. Wir haben so viele jetzt gerade schon, die wieder verwundet sind. Und ich habe halt keine... ich muss mir halt jetzt hier ein bisschen dadurch Hilfe verschaffen, dass ich hier meine Männer zurückhole. Oh, Leute, wie kann der sich da so durchsliden, ey? Jetzt tut die doch mal aufhalten, ihr Volltrottel. Was ist denn los mit euch? Das sind Schildträger. Verdammte Scheiße, ey. Das ist so eine ekelhafte Kriegerklasse. Weil die sind gegen alles gut. Dieser Scheißschild, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie gut der eigentlich ist. Also, wie dieser Schild so einen Unterschied machen kann. Das ist so krank. Und es gibt halt keine andere Kriegerklasse, sage ich jetzt mal, die das hat, ne? Wäre halt schon mal cool gewesen. Aber was soll's. Boah. Alles klar. Alter, als ob der noch am Leben ist. Boah. Er hat aber auch hier alles eingesetzt. Der Bestienmeister und... also... und Berserker und Brecher vor allen Dingen. So. Alles klar, wie viele sind das? So. Aufladen. Angreife. Scheiße. Und attackieren. Alter, hört doch mal auf mit dem Scheiß. Leute, ich kann euch nicht die ganze Zeit immer wieder retten, weil ihr zu doof seid, um zu kämpfen, ey. Alter! Junge, was geht hier ab? Was ein Geschlachte. Okay, jetzt kann ich wenigstens diesen Punkt. Ich muss echt mal schauen, dass ich diesen Scheißpunkt irgendwie... Okay, wenigstens schon mal einer, der fettisch ist. Ah, shit! Ja. Wir werden jetzt sau viele Männer verlieren, weil wir halt einfach nicht genug hier haben. Also was heißt nicht genug, sondern weil es hier einfach... Ja gut, auch nicht, weil es sind halt einfach zu viele hier. So, Tuka holt sich hier gerade die Kills, sehr gut. Boah, shit. Nee, hör auf, du Arschloch! So, Moment schon mal... Fuck, jetzt haben wir Lorm den Eitrigen gerade verloren. So ein Schrott. So, eins weiter. Ich muss gerade mal ein kurzes Päuschen machen zwischendurch, ne? Boah, scheiße! LOL. Scheiße, wir verlieren gerade unsere Leute. Gut. Vielleicht haben wir jetzt genug Soldaten, um den Punkt jetzt hier... Ja. Den könnten wir jetzt rein theoretisch einnehmen, aber das wäre jetzt halt auch saudämlich, weil dann hätten wir noch mehr gegen uns. Mal gucken,
gucken, ob ich vielleicht hier mit einem mit dem Krauk ein bisschen was anrichten kann. Oder auch nicht. Alles klar. Geh doch weg, du Arsch. Boah, scheiße. Es wundert mich aber schon, dass die sich hier nicht gegenseitig, dass die nicht tatsächlich verhältnismäßig wenig sich hier gegenseitig umbringen. Die greifen sich tatsächlich hier nur sehr, sehr wenig selten an, was, also sich gegenseitig tatsächlich nur sehr, sehr wenig an. Ich hol mir den jetzt, mir scheißegal. Ich brauche jetzt ein bisschen Verstärkung hier. Wir wollten nicht übertreiben, ne? Boah. Komm her, du. Du hässlicher Scheißkerl. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der sich schlägt. Weil irgendwas musste ich jetzt machen, weil... Ansonsten packen wir das hier nicht. So, jetzt holen wir uns noch einen zweiten. den Bergrüttler holen wir uns noch. Ich werde für dich erobern. Das Problem ist halt einfach, wenn man hat, weil mir fehlen jetzt halt wirklich die Leute, um halt krass gegen die vorgehen zu können hier. Weil die haben teilweise jetzt schon ein paar von meinen Männern gekillt. Und ich will halt jetzt nicht gerade meinen Leibwächter einsetzen, weil wenn ich den, weil der Cooldown halt für den halt viel zu lange dauert, als dass ich dann, weil ich setze den Leber gerne am Anfang schon ein, um halt den Feind von mir halt fernzuhalten. Das ist. Du und ich kämpfen jetzt. Und zwar um einen glorreichen Tod und Freiheit. Vielleicht entkommt einer von uns der Grube. Okay, nice. Nice Geschwätz, geil. Wenigstens einer, der mit uns schwätzt und der hat cool und cooles Gebabbel drauf. Mit solchen Manövern entkommst du nie aus der Grube. So. Scheiße, ich setz mal kurz hier durch. Ich setz mal hier ein paar Pfeile holen. LOL! Junge, was ein Gemetzel hier gerade vonstatten geht. Saugeil. Ah, hier, der Danny, der hat sich wieder mal nicht lumpen lassen, uns hier aufzuwarten mit irgendwas. Yo! Scheiße! Die wir bekämpfen konnten, sage ich jetzt mal, die haben wir jetzt, verreck, du Sau! So. Ah, schade. Wo
Ach, schade. Junge, 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 was ein Gemetzel hier gerade stattfindet. Alter Verwalter. Mit ein paar etwas stärkeren Uruks, glaube ich, hätte es besser funktioniert. Aber das schaffen wir noch. Das schaffen wir auf jeden Fall. Als nicht unmöglich, dass wir jetzt... Alter, what the fuck? Moment hier mal. Brauche jetzt mal wieder ein bisschen Leben. Weil ich krieg dadurch wieder ein paar letzte Chancen. Oh, Hawk, der Verdammte ist tot. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Es geht jetzt ab. Ach so, das war der letzte sogar. Der letzte Häuptling. Geil. Sehr gut. Die Schneeflocke ist verbrannt. Nice. So, damit sind jetzt auch ist jetzt auch der Tod. Boah. Also wir haben hier schon ganz schön geblutet wieder, ey. Sehr gut, sehr gut. Oh, wir haben sogar den Grauk jetzt noch, aber ich glaube, der Grauk wird uns hierbei nicht viel nützen, sage ich jetzt mal. Jetzt müssen wir nochmal gucken, was der hier als Leibwächter drin hat, weil über die Leibwächter gewinnen wir das hier ruckzuck. Du hast es wirklich bis hierhin geschafft. Den meisten fehlt der Mut dazu. Jetzt reiß ich dir das Herz raus. Das Problem ist halt, ich kann den zwar, sage ich jetzt mal, tendenziell kann ich halt gucken, dass ich den frontal angreife. Da der aber Dickhäutigkeit und große Stärke hat, ist das halt wirklich ein Panzer, der gegen uns fährt. Das ist gefühlt so ein Scheiß, keine Ahnung, so ein Leopard 2 Panzer hier, der vor uns hier steht. Oder noch schlimmer, kenne mich damit jetzt nicht so aus, kenne nur den Leopard 2. Ah, egal. Deshalb gucke ich jetzt mal, welcher von denen jetzt hier die Schwachstelle ist. Gut. So. Was ist das hier für einer? Das ist der Denker. Giftbomben, Dickhäutigkeit. An sich würde ich jetzt mal, so tendenziell würde ich jetzt mal sagen, ja, es gibt kaum einer, der wirklich... Die sind auch alle beschussfest. Das ist schlecht. Für mich jetzt gerade. Aber das kriegen wir. Irgendwie kriegen wir das hin. Warte mal kurz. Haben wir da einen vielleicht, der nicht immun gegen so Bestienangriff ist? Ah, scheiße. Wir haben auch noch einen Bestienschlechter dabei. Jetzt müssen wir mal gucken, ey. Weil gegen den Bestienschlechter möchte ich jetzt natürlich jetzt nicht antreten. Die halten zu viel gegen die Bestien. Ja, scheiße. Ich wusste. Sehr gut. Sehr gut, wir müssen den. Shit. Ja, perfekt. Der Denker zieht sich zurück, saugut. Ja,
Holen dir, machen platt! Ich brauche nur mal ein paar Pfeile. Auch wenn die mir jetzt nicht so krass viel gegen die helfen, hilft mir doch mal ein bisschen Atempausen da zu, mir zu gönnen. Und vor allen Dingen, wenn der jetzt hier stirbt, dann ist der andere hysterisch. Ich hoffe es zumindest. Jawoll! Und jetzt. Jetzt das easy going. Ich habe das jetzt so mies ausgenutzt, gell? Okay, den darfst du haben. Jawohl, nice. Sau gut, obwohl es ein Brecher ist. Geil. So kann man es natürlich auch machen. Cool. Auf jeden Fall. Hat nice funktioniert. Der Leibwächter hat auch ein bisschen was gebracht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst eine Like-Bewertung ab oder auch wenn ich jetzt halt eine fiese Taktik angewendet habe. Aber muss halt auch mal sein, weil Brecher so kann schon schwierig werden. Jedenfalls, haut da rein, bleibt dabei. Macht's gut, eure Lemmingsons. Bis zum nächsten Mal und ciao.